stand ja selbst vor mehr als 10 Jahren vor genau dieser Herausforderung, mussten die elterliche Wohnung, das elterliche Haus auflösen, gemeinsam mit ihrer Schwester und auch den Eltern, die in eine seniorengerechte Wohnung gezogen sind. Wie schwer war das damals für Sie? Das hat über knapp ein halbes Jahr unser Leben bestimmt, und zwar von uns allen Vieren. Und es war emotional und organisatorisch unglaublich anstrengend, weil es einerseits unglaublich viel zu tun gab. Denn meine Eltern sind Kriegskinder, die haben durch Fluchten beide ihre Zuhause verloren, haben sich gemeinsam über 40 Jahre ein neues Zuhause aufgebaut und mussten das jetzt selber ausräumen und auflösen, weil aus gesundheitlichen Gründen sie das Haus nicht mehr halten konnten. Und für meine Schwester und mich war es unglaublich anstrengend, sie dabei zu begleiten, weil natürlich emotional die Beziehung sehr eng war, aber es so viel zu tun gab und meine Schwester und ich ein ganz anderes Tempo gehabt hätten, als wir haben konnten, durften und wollten. Denn meine Eltern waren ja die, die über ihre eigenen Dinge entschieden haben. Und das Schlimmste fand ich persönlich war zu sehen, wie sich diese beiden damals 76 Jahre alten Menschen bildlich gesprochen selber den Ast absägen mussten, auf dem sie in diesem Haus 34 Jahre saßen. Mhm. Also sich von den Dingen zu trennen, die ganz lange sie begleitet haben, die von vielen Reisen mitgebracht wurden, die auch Erbstücke meiner Großeltern waren. Und wirklich nur in ganz geringem Maß auswählen zu können, was sie mitnehmen. Durch dieses eigene Erleben, Sie arbeiten ja auch als Führungskräftecoach und in der Beratung, haben Sie eben auch gemerkt, okay, wir sind alle offenbar sehr unvorbereitet. Es gibt da wenig Handreichung, was dieses Thema angeht. Und haben sich seitdem darauf spezialisiert, Menschen in solchen Situationen zu beraten. Ja, also das war kein geplanter Weg, sondern das ist mir passiert, weil ich immer wieder Freunde und Bekannte unterstützt habe, denen auch meine Listen, die ich mir gebaut habe, gegeben habe. Ich gelte auch in meinem Freundeskreis als jemand, der gut organisieren und planen kann und lieber erstmal einen Plan hat. Und das kam mir da zugute. Ich würde gerne mal fragen, was wären denn die 3 Dinge, Bülent, die du gerne hättest aus dem Haus deiner Mutter? Meine Mutter, die hat es, das ist eigentlich schon wieder witzig, die hat gleich gesagt, das kriegst du, das kriegt deine Schwester, das kriegt dein Bruder. Ich muss sagen, ich war letztens mit meinem, das ist wirklich jetzt gerade, mit meinem Bruder war ich vor 2 Wochen, war ich bei meiner Mutter und dann haben wir so geredet und dann sagt meine Mutter, ah ja, jetzt muss sie mal auch noch mal, sie hätte schon mit mir geredet, sie will uns noch mal sagen, wie das dann ist. Sie hat auch was gespart, sie hat extra für ihr Begräbnis, müssen wir vorstellen. Da habe ich gesagt, Mama, du weißt, ich bin nicht wie am Anfang der Karriere. Ich kann diese Beerdigung, wir können, ja, gib das Geld aus. Nein, das will sie nicht, das ist wirklich ihr Ding. Sie spart für ihre eigene Beerdigung. Meine Mutter ist vor 23 Jahren, 1 Monat und 9 Tagen gestorben. Sehr früh und sehr überraschend. Und das Wichtigste, was ich mitgenommen habe, war ihr Nachthemd. Ja. Und das hört sich lächerlich an. Das habe ich seitdem nie gewaschen. Riechst du daran? Und ich rieche sie, wenn es mir ganz schlecht geht und ich sie sehr vermisse, rieche ich daran. Ja. Ja. Thank you.